Tai Chi, wer es nicht kennt, weil er ein paar Mal Tai Chi erwähnt hat, geht in der Geschwindigkeit. Und zwar nicht schneller, die gesamte Zeit. In der Geschwindigkeit. Da muss ich halt permanent überlegen, was kann ich jetzt machen. Und nicht so, sondern gleichmäßige, runde Bewegung, als ob die Schwerter sich im Schwung befinden würden. Das heißt, ich komme an, das Schwert kommt hier vorbei, ich steche zu. Aber alles in dieser Geschwindigkeit. Und wenn wir jetzt dasselbe Spiel machen wie mit ihm, mit Schwert, viel zu schnell. Durch Zubeugen gegenhalten, immer mit, wir bewegen uns. Und jetzt drücken dagegen. Man kann auch erstmal, um in diese Ding kommen, so eine Art Spiel machen. Wir drücken immer gegen. Um so ein bisschen diese Bewegung, dieses Spiel miteinander zu verstehen. Es geht auch nicht zum Beispiel, wie eben mit meinte, drück mal gegen. Das soll natürlich da nicht so sein, dass das schickt. Und ja, passiert nichts. Sondern das soll sein wie ohne Schwert. Ohne Schwert kann man das wunderbar machen. Ich nehme mich mal da rein. Rechter Arm hoch. Handgelenk vor. So wie ich. So, und jetzt merkst du den Druck. Der Druck soll es sein. Nicht stark. Und jetzt versuche ich. Und du machst mal diese Bewegung mit. Und wenn wir das jetzt machen, ist richtig. Immer, die wirst du mal berühren. Du musst immer mitgehen und versuchen. Und schön in der Zeit. Und du siehst selber. Man zuckt zwar, man ist versucht, aber nee, bleib in der langsamen Bewegung und versucht, diese Bewegung mal mit dem Schwert zu machen. Und wenn du die mit dem Schwert machst, die gleiche Bewegung, dann passiert automatisch das hier. Dann passiert automatisch das, wir kämpfen. Und jetzt geht es genau in dieser Richtung weiter. Das war schon wieder zu schnell. Wenn man merkt, man versucht, man ist automatisch, wird man schneller. Dann muss man wirklich sich immer hier oben sofort wieder zurück und langsam. Und nachher wird es, wenn man das richtig langsam machen, mit einer Hand. Und jetzt machen wir nur hin und her. So. So und so. Nicht so viel Druck machen. Genau. Und jetzt mal nach unten. Und wieder hoch. Wieder auf die andere Seite runter. Machen wir auf die andere Seite runter. Wieder hoch. Wieder runter auf die Seite, wieder hoch. Versuch ruhig, dass die Schwerter möglichst zusammenbleiben. Du siehst, langsam kommt es auch mit der Geschwindigkeit klar, wie die Bewegung abläuft. Das war mein Beitrag dazu. Oh, jetzt.